25. Peraina. Die Vorbereitungen laufen. Ömer und Rafim sind auf dem Weg in den Norden, um dort Abzeichen der Stadt anfertigen zu lassen und sie später mit Gift zu versehen. Yalan und Kiaras erholen ihre Kräfte und suchen die Nähe ihrer Götter. Die beiden Magier suchen in den verlassenen Hallen der Grau- und Weißmagier nach den wenigen übriggebliebenen, die sich noch vor Ort befinden. Das Surren der Stadt ist allgegenwärtig, betäubend. Niemand ahnt irgendetwas von dem kommenden Unheil und noch niemand ist informiert über die anbrechende Apokalypse, die überall Gareth einherziehen könnte. Und damit beginnen wir. Ömer weicht gerade grazil einem großen Kuhfladen aus und steht dann in der Mitte des Viehmarktes. Tobrisches Viertel, neben ihm der riesige Krieger Rafim. Okay, und wo müssen wir jetzt hier hin, Ömer? Ah, wir müssen erstmal ein bisschen umschauen. Irgendwann sieht man schon Verbündete bzw. einen Schmied und schauen wir erstmal nach. Hier gibt es ja auch ganz normale Schmiede. Ah, Ömer, komm ran! Komm ran! Ja, man nickt mal und kommt mal ran. Ah, hier, wir haben dir deinen Stand bereits hingestellt. Der Mann, der jetzt vor dir steht, ziemlich knobiges Gesicht, so ein richtiges Bauerngesicht, Wind und Wetter ausgesetzt, deutet an und klopft so ein bisschen auf so einen kleinen Holztisch. Du kannst da wohl sehen, wie da wohl so ein kleines Banner von Fex in der Luft weht und darauf allerlei Prios-gefällige Symbole, Gold, was da gerade dann ausliegt, zum Verkaufen angeboten wird. Weil wir so früh haben wir noch gar nicht mit dir gerechnet, aber wir haben mittlerweile den Stand schon von dir aufgebaut und du kannst dich natürlich auch gerne selber dahinter stellen, aber ja, willkommen. Ja, nee, das ist eure Sache. Ich suche nur einen Schmied, der mir ein paar kleinere Abzeichen machen kann. Ja. Und ihr habt ja gute tobrische Schmiede hier. Ja, klar. Die lieber benutzen anstatt die garetischen, die jetzt alle lizenziert sind, die sind, gehen mir im Arsch vorbei. Ja, nee, das kann ich schon verstehen. Also, du willst selber gar nichts weiter verkaufen, dann überlässt du es das uns. Ja, okay, gut. Ah, das ist ja eure Ware, die habe ich geschenkt. Ja, ich wollte es dir nur anbieten. Also, wenn du irgendwas brauchst, dann... Wer ist der große Mann? Das ist mein Freund. Rafim. Ja, willkommen im tropischen Viertel. Ich hoffe, du machst keinen Stress. Ist ganz schön hier. Ja, denke ich auch. Also ein Schmied, ja, dann komm doch mal mit. Wir haben hier unseren den Hufschmied Alrik Brinn. Hier, komm mit. Ja, ist klar. Ja, du gehst dann gemeinsam zu diesem Schmied, der hier gerade zwei, drei Pferde, die davor angebunden sind. Die Kohlen sind heiß glühend. Er steht da gerade, streicht sich nochmal durch seinen dunklen Schnauzbart, dass da wohl ein bisschen Asche drin ist, sehr hünenhaft. Und ihr könnt hinter ihm wohl in der offenen Schmiede dann auch die Gesellen sehen, Dorlen. Ah, Ömer, willkommen. Was kann ich für dich tun? Bruder. Ja, ich bräuchte 6 ungefähr so große, man zeigt mir den Fingern mal, so 3x3 cm große Abzeichen ungefähr, ja, zum Anheften. Die müssen aber noch ein bisschen speziell bearbeitet sein. Und zwar, es müssen jetzt hier Wappen der Stadt Gareth sein, in der Größe. Das heißt, du müsstest mir die zurechtschmieden. Bei der Schmiedekunst muss aber ein bisschen was beachtet werden. Und zwar, die müssen hinten dran nicht nur eine ganz normale Spitze haben, die man sozusagen durchs Revers oder sowas steckt, wo man hinten das Feste macht, sondern die müssen auch viele andere kleine Spitzen haben, die wirklich sehr spitz sind. Ja, okay. Also sprich, wenn man da dran packt, dass man schnell mal einen Stachel in den Vorroten hat. Okay, aber du willst das, wohin willst du das tun? Ist das dann, so, kommt das dann ans Revers oder wie machst du das? Ja, ich werde das bei mir am Revers tragen. Andere Leute werden das vielleicht irgendwie auf so einem Schulterding tragen, irgendwelche Offiziere oder so, deswegen brauche ich 6 Stück davon. Dass die Leute sich so ein bisschen ausruhen können. Okay, und so ein Fax-Kopf, ja, also so ein Fuchssymbol von der Gareth. Ja, genau, wie so ein Wappen, so, das ist ja dieser, Gareth hat doch hier diesen Fuchskopf, meine ich. Oder ja, genau. Fuchs, in Rot und wie auf goldenem Grund. Man muss das als Garether Wappen identifizieren können, das wäre schon ganz praktisch. Okay, ist definitiv mal was anderes als Hufe. Krieg ich hin, wie schnell soll's denn sein? Bis morgen? Bis morgen? Ja, also... Dorlen! Neuer Auftrag, lass das stehen! Mach ein paar Eisen heiß. Ja, kriegen wir hin. Bis morgen. Die müssten noch bemalt werden, eben wie gesagt, dass sie so ein bisschen golden aussehen. Das muss gar nichts Gold sein, drauf geschissen. Das muss nur so aussehen. Und mit dem roten Fuchs drauf.
Kennst du jemanden? Also ich, wenn sie angemalt werden sollen, wüsste ich da jetzt keinen, aber ich kann dir da auch eine goldene Verzierung, also ich kann dir einfach eine, nehmen wir einfach ein bisschen Gold drüben von deinem Stand, schmelzen das ein und legen es drüber, das geht auch. Hier, man wirft dir mal 2 Dukaten zu. Das müsste, denke ich mal, so passen für die Unterbrechungen. Soll ich die auch noch einschmelzen oder guckt auf die Dukaten? Das sind echte Dukaten, das sind deine als Bezahlung. Ach so, ja, nee, dann gehe ich rüber und dann schmelze ich was ein und leg da so einen kleinen Mantel drüber. Kleine Legierung. Muss nur ganz dünn sein, wie gesagt. Gut, gut. Mit Stacheln, ja? Zum Schneiden. Ja, genau. Wenn ich hinten dran packe dann und ich Handschuhe trage, dann muss dafür gesorgt sein, dass ich am besten... Und wenn ich dünne Handschuhe trage und dick fest anfasse, dann muss ich am besten auch direkt geschnitten werden in den Finger. Okay, kriege ich hin. Ja, super. Ja, dann bis morgen. Bis morgen? Los, komm, Rafim, ich muss noch... Dolan, stell die Flasche weg! Wehe, du trinkst noch einmal Buchenwein! Nicht bei der Arbeit! Rafim kriegt so ganz langen Hals. Ja, was immer, ja. Später, jetzt nicht der Wein. Das wäre aber ein... das ist doch ein wahrer Boranwein, Moment, wie man so schön sagt, nicht wahr? Ja. Ach, komm, ja, geh vor. Und Rafim wirft nochmal so einen letzten Blick in Richtung des Mannes. Wenn man doch nur Zeit hätte. Also, was willst du noch tun, immer? Ja, wenn wir da so ein bisschen weiter weg sind, sage ich, ich muss nochmal gucken, ob dieser der Heldenschmied in der Stadt ist. Ich meine natürlich, in seiner Schmiede steht Thorn Eisinger. Ich muss das noch ist ja mal bestimmt. Der ist doch immer da, oder nicht? Ja, genau, da will ich jetzt zu dem hin. Achso. Dann will ich nochmal... Der überzieht sein Säbel blank. Siehst du, das Ding ist total super verrostet. Und wenn ich damit jetzt anfangen würde zu kämpfen, würde das Ding wahrscheinlich eher zerspringen. Deswegen muss er da irgendwie gucken, ob er da noch was retten kann. Schließlich 1000 Dukatensäbel. Aber es sieht sehr kaputt aus. Ich weiß nicht, ob er da noch was machen kann. Naja gut, er ist der Heldenschmied, ne? Also wenn nicht er, dann wer sonst? Na, ich hoffe mal. Ich meine, wenn die Kacke am Dampfen ist, hätte ich ganz gerne einen Säbel, der funktioniert. Ja, gut, das stimmt. Ja, dann lauf du mal vor. Ich finde mich in dieser Scheißstadt hier immer noch nicht zurecht. Wie ist es eigentlich? Willst du noch irgendwas hier machen? Brauchst du noch irgendwas? Also ich würde heute nochmal beten gehen, auf jeden Fall. Weiß nicht. Wir brauchen noch irgendwie dieses magische Zeug dafür, dass wir nicht sterben, wenn wir auf die Festung einschlagen. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Das magische Ding da. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das machen die Magier aus dem Handgelenk, zaubern die das einfach. Ich glaube, das sind keine Artefakte. Also, keine Ahnung, wie es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert, weil sonst sind wir alle tot, wenn wir da ankommen. Das wäre schlecht. Genau. Also, nee, ich glaube, das machen die einfach aus dem Handgelenk hier dafür. Ja, perfekt. Also, ich glaube auch, dass Abel mir sich darum kümmert oder Isarun oder beide oder keiner, keine Ahnung. Dann zuckt man mit den Schultern. Ja, wenn wir dann am Ende aber keine haben, dann ist es ganz doof. Also, wenn sie... Ja, obwohl die sollen das wohl hinkriegen, wenn du sagst, das ist so einfach. Die werden das wohl aus dem Handgelenk zaubern, also anders kann ich mir nicht vorstellen. Bestimmt. Aber vielleicht müssen wir uns den Zwergenkönig nochmal schnappen und das Ding vernünftig aufstellen, dieses Ogerlöffel. Löffel? Ja, Löffel. Löffel, ja. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir das Ding überhaupt aufstellen wollen, aber ja, du hast recht, da soll auch noch mit dem reden. Hat er nicht gesagt, er will es in die Arena stellen? Wieso? Das... Weiß nicht. Ich denke, da hast du wenigstens genug Platz. Aber wie weit kann das denn schießen? Der hat doch gesagt, 1 Kilometer? 2? So ganz weit auf jeden Fall. Ach, das wird schon reichen. Lass uns jetzt erstmal hier dein Zeug holen. Ich weiß aber nicht, wie wir den Typen aufhalten sollen. Ob das jetzt hier irgendwie... Ob wir da irgendwie gucken sollen, ob der wirklich eine Liebschaft mit Alara hat. Ich dachte, ich hau ihm mein Schwert in den Kopf. Oder nicht? Halte ich für eine gute Idee, aber wie das so ist mit Magiern, die irgendwie im Geist von anderen Leuten rumfuschen können, das wird nicht einfach. Also soll ich ihm ganz schnell mein Schwert in den Kopf hauen? Ja, wenn die Chance besteht, ist natürlich eine gute Sache, aber erstmal muss man an die Arschlöcher rankommen, du weißt doch, die zaubern auf ihre Entfernung und da ist man noch nicht in Haureichweite. Ja, aber wir haben ja auch Magier. Dann machen die unsere Magier machen unser magisches Zeug und dann... Weiß ich nicht so genau, was dann passiert, aber dann gewinnen wir. Und Rafim nicht mal. Irgendwie so wird es doch funktionieren, denke ich.
Wäre schön. Ja, Rafim lächelt breit und sieht absolut überzeugt aus. Wird schon so funktionieren. Ja, derweil bei der Akademie der magischen Rüstung, die jetzt beraubt wurde der Spektabilität und ja, allein und verlassen da liegt. Ihr könnt immer noch die Elitekrieger vor dem Eingang sehen, die 16 Armati, die euch allerdings nicht aufhalten, könnt dann in das dreistöckige Gebäude eintreten. Eine der ältesten Magierschulen des Mittelreiches und dort dann ausgewiesen in ein, zwei Studierräume gehen, wo ihr nicht nur Jelef Ibn Yasafa findet, sondern auch Jigaba Al-Karechem, Landor Gerano, Magister Magnus Combatatidus und ja, Prischer von Galischgötz zu Grangor, die Erzmager Limbologin und Konvokator Prima der Grauen Gilde. Sehr gut, dann haben wir jetzt die letzten Analysen abgeschlossen und ich denke, damit können wir doch einige Fortschritte machen. Oh, Abelmir und Fräulein von Spogelsen, willkommen in unserer Runde. Ihr habt euch also auch noch nicht aus der Stadt entfernt. Nun, wir haben noch einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Wir können nicht fliehen. Wir fallen mit der Stadt oder wir leben mit der Stadt. Nun, ich wäre froh, wenn sich viele Magier daran ein Beispiel nehmen würden, aber leider hat es die Graue Gilde etwas zerrüttet. Nun ja, man kann es ihnen nicht verdenken. Nicht jeder ist es, hat solch einen Mut wie unser eins, um gegen die schwarzen Horden anzutreten. Wir brüten gerade über den Plänen der fliegenden Festung. Ich bin sehr erschüttert, dass die KGA uns diese, nun ja, Pläne nicht im Vorfeld schon gegeben hat, sondern allein darüber gebrütet hat. Das ist eigentlich ein unverzeihlicher Fehler. Man hätte diese Pläne auch schon zu Warhammer-Zeiten identifizieren können und ich denke, damit einer ja, umfassenden Analyse wäre doch mehr geholfen gewesen, denn das, was die Weiße Gilde nun ja aus dem Zayat herausgeholt hat, ist doch mehr als fragwürdig, nicht wahr? Tatsächlich, was habt ihr weiteres herausfinden können? Tretet näher. Also, wir fangen erst einmal bei der Flugeigenschaft dieser Festung selbst an. Sie bewegt sich neben der Pivotierung durch die Luft selbst auch mittels Limbus-Magie, was, denke ich, klar sein sollte, nachdem sie aus dieser selbst aufgetaucht ist. Es gibt hunderte von Mindorium-Säulen, allerdings 7 von ihnen sind wohl am stärksten. Sie werden hier, sie deutet auf die Karte, du kannst da nur irgendwelche Zayat-Glyphen erkennen, sie werden hier als Ätherkrallen definiert. Sie ragen heraus und bilden dann wabernde planastrale Tore, die dann die Schwerelosigkeit im Limbus erklären und halten dieses titanische Konstrukt zusammen. Sie sorgen für Auftrieb in der Luft. So wird sie gesteuert. Ansonsten, sie deutet bei den Plänen auf weitere verschiedene verschachtelte Symbole. Dies hier bedeutet Trägheit. Sie kommt nur langsam zum Stehen und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte sie auch nach diesem ersten Magnum Opus auseinanderbrechen, denn sie ist nur für ein einziges Mal konstruiert worden. Ich glaube, dass sie in Werheim bereits gezündet ist, war ein Fehler und auch nicht beabsichtigt. Aber wir werden ja uns selbst ein Bild davon machen können, wenn Kolakai hier ankommt. Ansonsten können wir hier an der Unterseite der Festung eine gewaltige Ritualphalanx erkennen, die dann wohl das Magnum Opus des Weltenbrandes einläutert. Es gibt hier einige Stein- und Kraftadern und im Inneren pulsiert wohl ein Kreis von ein paar Meilen Durchmessern, was dann das Land darunter verwüstet und verheert. Wir haben hier auch ein paar zerfressene Astraladern entdecken können, ein paar Risse. Dieser Plan ist also nicht nur ein Jahr alt, sondern er hat sich vor ein paar Tagen auch gewandelt. Sie bricht also fast auseinander. Ich weiß nicht gerade, was passiert, aber so wie ich diese Zeichen hier deute, werden gerade die Blutakkumulatoren geladen. Das ist das. Dieser Begriff wurde natürlich schon von eurer Gilde herausgefunden, aber deren Funktion nicht. Sie fliegt also unter anderem mit Blut. Immense Blutmagie. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind diese Karte
und die fliegende Festung miteinander gekoppelt? Das kann man so sehen, ja. Könnte man über eine wie auch immer geartete Ritualmagie Einfluss von dieser Karte auf die Festung nehmen? Ich rate zumindest von einem Ignifaxius auf diese Karte ab. Nun, dies kam mir auch nicht in den Sinn. Ich dachte mir vielleicht an... Nun ja, die schwebt doch im Limbus, bewegt sich durch den Limbus. Zurzeit noch nicht, aber ganz generell ist das wohl ihre Fortbewegungsmethode. Ich bin in der Limbologie nicht besonders bewandert, aber ich hörte, glaube ich, las einmal, dass es nicht besonders vorteilhaft wäre, ein Limbus-Tor im Limbus zu öffnen, nicht wahr? Das ist richtig. Die Limbologie ist zum Teil nur den größten Magiern vorbehalten, da jegliches Öffnen eines Auges die Sphären nicht beiseite schiebt, wie es bei normaler Matrix der Fall wäre, wenn wir zaubern, Kollege, sondern sie werden nicht beiseite geschoben, sondern schlicht zerrissen. Und deswegen sollte jeder, zumindest jedes Auge des Limbus, mit Bedacht gewebt und gewoben werden. Ein einfacher Transversalis fällt natürlich auch darunter, aber die Risse sind so klein, dass sie zumindest nicht für ein Verbot desgleichen handeln. Wie steht es mit einer Magica Movimentia, einer Bewegungsmagie, die auf diese Karte gewirkt wird? Entsteht dadurch eine Art Sphärentunnel eventuell? Nein, ich vermute, so einfach ist es nicht. Ich glaube, dass dies eher eine einseitige Kommunikation ist, dass wir hier nur empfangen, aber dass wir selber nicht senden können. Schade. Nun, wie steht es mit, ihr nanntet sie Midorium-Säulen. Sind diese miteinander gekoppelt? Wenn eine ausfällt, wird die gesamte Konstruktion ihrer Bewegungsmagie beraubt oder nur eines Teils? Die Idee ist gut, allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen einfachen Kreis, sondern bei 7 Midorium-Säulen handelt es sich um ein Heptagramm und jede Säule ist dadurch dann mit 2 anderen Säulen auf der gegenüberliegenden Seite verbunden. Das würde bedeuten, würde man eine Säule ausschalten oder zerstören oder nun in ihrer Funktion beeinträchtigen, würde es doch einen bedeutenden Effekt auf die Bewegungsmagie dieser, naja, nennen wir es Festung, auswirken, nicht wahr? Ich gehe davon aus, ja. Alternativ könnte man... Ja, sprecht bitte. Er erwähntet gerade die Blutakkumulatoren und dass die Bewegung der Festung durch Blutmagie getrieben wird. Ist es nur die Bewegung oder kann man generell davon ausgehen, dass die komplette Festung mit dieser Magie betrieben wird? Da sie durch Magie wirkt, diese Energie muss natürlich durch astrale Energie zur Verfügung gestellt werden. Die Blutakkumulatoren wandeln Lebensenergie in astrale Energie um, durch ein schändliches Ritual, was ihr eventuell auch durch die verbotenen Pforten kennt. Wir hatten so etwas Ähnliches schon mal auf einer Dämonenarche kennengelernt. Es funktioniert nach dem ähnlichen Prinzip, vermute ich. Ich vermute, wenn ihr diese Akkumulatoren ausschaltet, dann werden viele ihrer Funktionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Ob sie dann auseinanderbricht, das weiß ich nicht. Darauf wollte ich hinaus. Ich schaue mal auf die Karte. Kann man abmessen, wie groß diese Akkumulatoren etwa sind? Also die Kaverne oder wie auch immer, wo sich befinden? Kannst du wohl nicht. Das ist eine Risszeichnung von Leonardo. Du kannst da daneben auch eine Legende erkennen. Die weist aber keine Meter oder so etwas auf oder auch Kilometer. Auch das wirst du hier nicht finden, sondern eher eine Legende dann mit Funktionen, die dann natürlich auf Zayat sind und laufende Glyphen, die hier hin und her huschen auf dem Papier. Die genaue Funktionsweise wird wahrscheinlich in dieser Risszeichnung auch nicht erklärt. Also
wie jetzt die Blutakkumulatoren laufen bzw. Schwachstellen. Kann man daraus nicht erkennen, vermute ich. Ja, Schwachstellen, da spricht ihr etwas an. Wir haben natürlich darauf spekuliert, dass der Konstrukteur Leonardo bei einem Einbau Schwachstellen hinterlassen hat, aber wir vermuten, da er jeden Einbau auch rechtfertigen muss und jedes Detail von Galotta selbst oder seinen anderen Schergen kontrolliert wird, werden wir hier kein Selbstzerstörungsmechanismus finden. Es kann natürlich sein, dass einfache Gewalt im Inneren reicht, um so einen Speicher zu zerstören. Das könnte natürlich sein. Aber es gibt keinen Schalter, der etwas auseinanderbrechen lässt. Es wäre schön, wenn wir mit Leonardo sprechen könnten, aber ich vermute selbst, Galotta wird nicht so dumm sein, den genialen Mechanikus auf diese Festung mitzunehmen. Davon geht es nicht aus? Nun, es wäre doch äußerst dumm, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Laut unseren Informationen hat er die Festung Stadt Ysilia, später genannt Jolgomag, errichtet, um die 1000 Türme in den Himmel zu bauen. Eine Philosophie, von der er immer wieder sprach, auch schon zu Zeiten, als er noch hier am Hofe wirkte. Und ich glaube, dass Jolgomag seine Funktion mittlerweile getan hat, dass er die Stadt nicht mehr braucht und daher seinen Hofstaat mitnimmt. Zumindest gehe ich davon aus. Ob Leonardo selbst an Bord der Festung ist, das weiß ich nicht. Dann wäre doch unser Primärziel Leonardo. Denn wer kennt diese Festung besser als der Erbauer selbst? Das wäre natürlich eine gute Idee. Wenn also jemand sich seinen Weg nach oben kämpfen könnte, dann sollte das erste Ziel Leonardo sein, um die Festung Schwachstellen kennenzulernen. Selbst wenn er keinen Selbstzündungsmechanismus eingebaut hat, so wird er sicherlich wissen, welche Stellen verwundbarer sind. Ich guck mal auf die Zeichnung, ob man da in den Risszeichnungen irgendwelche Gefängnistrakte erkennen kann oder Gästetrakte, wie auch immer sie nennt. Ja, du schaust auf die Zayat-Runen. Wie hoch ist ein Zayat? Nicht so wirklich prickelnd. Eins? Fünf. Wie sieht es bei dieser Runde aus? Ein Momentchen. 6. 6. Da müsste man natürlich immer fragen. Aber gemeinsam könntet ihr dann verschiedenste Stichworte rausfinden. Ihr erkennt sowas wie Ehehalkenröhre. Das ist das, was ihr auch schon kanntet. Die Septan-Bastei. Ätherkrallen, das ist das schon, was gesagt worden ist. Zinnentürme, Haus der Heilung. Daneben allerdings ein sehr ketzerisches Symbol, was wohl eher an die Dudumspest erinnert und an ein anderes Sphärenwesen, Mishkara. Und die Krankheit, was dann eben neben dem Haus der Heilung angebracht ist. Tempel des Tyakraman, Galottas Himmelspalast, Mahlstrom, Bastionen, Blutakkumulatoren. Es gibt, wie gesagt, verschiedenste Tunnel, aber ja, Maschinenherz, all solche Sachen sind dann hier eingezeichnet, ohne Plan, weil die sich, wie gesagt, verschieben. Aber wenn wir die Karte haben, müssen wir doch die Wege erkennen, die meinetwegen von A nach B führen, wenn sich die Stadt mit der Karte verändert. Oder die Karte mit der Stadt. Nicht wahr? Ihr meint, ihr wollt diese Karte mit nach oben nehmen? Das war unser Plan, mein Plan. Das wäre zumindest eine Idee. Ich denke, wenn wir auf der Suche nach Leonardo sind, sollten wir das in der Nähe der Werkstätten tun. Immerhin ist das seine Funktion. Er wird nicht während eines solchen Einsatzes in irgendwelchen Gästequartieren untergebracht sein. Ich glaube auch nicht, dass es so etwas wie Gästequartiere gibt, jetzt unabhängig von den Namen, die man hier darauf erkennen kann. Entweder sie dienen in den Blutkammern oder sie arbeiten. Dieses Maschinenherz scheint ein aussichtsreicher Ausgangspunkt. Ja, man kann es hier erkennen. Viele kraftumwobene, zapfenförmige Spiralen, die sich dann hier aus Unerz ergeben. Man kann hier noch ein bisschen Feuer erkennen. Sie deutet auf verschiedene elementare Symbole und auch Humus, was hier entlang tropft.
Ein Elementarwandel, das Transpropatorium. Sehr interessant. Ich beuge mich mal über die Karte und suche nach etwas, das wie Adern aussieht. Die ganze Karte ist voll damit. Spektabilität, was denkt ihr darüber, wenn man eine größere Menge an Bandstaub innerhalb dieses Blutkreislaufes freisetzt? Würde das die Festung in ihrer Funktion so stark beeinträchtigen, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist? Interessant. Bandstaub. Ich habe von Landor Gerano gehört, dass ihr, Abelmir, bereits auf einer Dämonenarche gedient habt. Dies ist leider wahr. Habt ihr dort nicht auch mit Adern zu tun gehabt? Das ist auch wahr. Wieder diese Festung ähnelt frappierenderweise dieser Dämonenarche, auf der ich leider Praios nun tätig war. Diese Adern führten zum Zentrum oder zum Herz der Arche und steuerten die Funktionen. Ich denke, dass es ein Versuch wert ist. Man müsste natürlich überlegen, welche der Funktionen man stören möchte. Aber wenn man eine richtige Ader trifft, dann kann ich ganz stark davon ausgehen, dass Bandstaub dieses Wesen, diese Kreatur behindern dürfte. Und zwar ganz elementar. Was wissen wir über die Abwehrfunktion dieser fliegenden Festung? Gibt es nun Schutzkreise? Gibt es Geschossbatterien? Davon können wir ausgehen. Wir wissen nichts über Artillerie, die verbaut worden ist, oder auch über Mannschaftsstärken. Das geht aus diesen einfachen Bauplänen von Leonardo nicht hervor. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass auch sie über Antimagier verfügen. Dass sie über Dämonen verfügen. Dass sie über einfache Söldner oder vielleicht auch Untote verfügen. Verfügt diese Festung über Fortifex-ähnliche Einrichtungen, die einen, nun nennen wir es, Schild um die Festung legen? Wir können davon ausgehen, dass sie den Kantus des Fortifex wohl kennen. Aber auch wir besitzen ja Antimagier, wenn auch die Spektabilität dieses Hauses nicht mehr am Leben ist. Aber ja, wir können euch die sämtlichen Kanti zur Verfügung stellen, die sich in unserem Repertoire befinden. Davon sprach ich nicht. Meine Gefährten und ich überlegen, ob wir mit dem Cantus Paralys und dem Ogerlöffel, der sich ja in dieser Hauptstadt befindet, uns auf diese Festung transportieren. Genauer gesagt prüfen wir mehrere Möglichkeiten, um uns auf diese Festung zu begeben. Dann solltet ihr auf alle Fälle ein paar Probeschüsse machen, bevor ihr euch in den ersten Löffel setzt. Das war auch meine Idee. Nun, aber wenn diese Festung über einen allumfassenden Fortifex-Schutz verfügt, wäre dies eine sinnlose Maßnahme, sich in diesen Ogerlöffel hineinzubegeben. Und nun ja, eine äußerst unangenehme Erfahrung, denke ich. Dann beschießen wir einfach diese Fortifex-Wand mit unserer eigenen Antimagie. Wir werden uns darüber Gedanken machen.